es erkannt? Richtig, das ist das coole Motorrad von dem Walle, den ich heute treffen werde, zusammen mit dem Brandenburg-Botschafter, dem Michael. Ich bin gerade auf dem Weg zu den beiden. Der erste Tourstopp wird der Flughafen Berlin-Brandenburg sein. Der ist ja leider noch nicht fertig. Einer der Desasterprojekte hier in der Nähe von Berlin. Den werden wir uns angucken und werden dann im Anschluss zum Schiffshebewerk nach Niederfino fahren. Eine der wenigen, sag ich mal, Sehenswürdigkeiten, die es hier in Brandenburg wirklich gibt. Also zwei Wochen war ich da. Also es ist immer wieder fantastisch, das zu sehen. Und mal gucken, was der Rest des Tages noch bringt. Ich freue mich jedenfalls sehr, den Walle mal persönlich kennenzulernen. Hier am BER angekommen. Wir haben hier Polizeieskorte bekommen. Das seht ihr hier vorne. Was sehr, sehr nett ist. Wir kriegen also von der Bundespolizei hier eine Führung auf der Baustelle des BER. Und da ist der Walle. Instagram-Post. Da hat er gerade jetzt was auf Instagram aufgenommen. Also sehr, sehr nett. Wir wurden hier also eskortiert, kriegen sogar Wasser. Das ist ja Wahnsinn. Und dürfen die Mopeds hier stehen? Jetzt ist der Walle fertig. Jetzt ist der Walle, genau. Ich bin da extra auf Abstand gegangen, weil Walle ohne Mütze, das passt natürlich nicht. Jetzt darf ich wieder dich daran. Mann. Ich finde es erst einmal schön, dass ich den Olli, der gerade hinter der Kamera ist, heute überhaupt mal das erste Mal persönlich kennenlerne. Ja. Und ich sehe gerade auch, dass sein DJI Osmo auch schon mal runtergefallen ist. Ja, ja. Meiner auch schon mal. Der war aber dann ganz kaputt. Ich habe mir einen neuen kaufen müssen. Wollte gerade eben ein bisschen Filmspeicherkarten mal wieder voll. Habe ich gesehen. Ne? Wolltest gerade die Kamera aus dem Empfangen, ne? Ja, so ist das halt. So, jetzt nehme ich nur schnell meine Kamera raus. Meine etwas bessere. Ja, ist wirklich klasse. Also ich war ja schon mal hier vor einiger Zeit. Allerdings nicht auf der Baustelle. Insofern wird es für mich jetzt auch spannend sein, hier mal die Baustelle zu sehen. Make money, take money, earn, crack money, drug money, build money, hurt it. Agent Oliver und Agent Valley bei CIS Berlin. Oder CSI, ne? CSI heißt es, aber es ist gut genug. Der Tatort ist abgesperrt, die Menschen sind evakuiert seit 9 Jahren und wir versuchen jetzt hier den Fehler, den Tatverdächtigen zu finden. I'm still preload, don't fly around my signal, I'll rearrange your jingle. Don't fly around my signal, don't fly around my signal. Ja, wir sind jetzt hier auf der Dachterrasse vom BER. Sind fast durch mit der kompletten Führung. War super interessant, die ganzen Sachen hier mal zu sehen. Viele Fotos durfte man nicht drinnen machen. Ein paar Aufnahmen waren erlaubt, aber das meiste durfte man nicht fotografieren oder filmen. Aber wir sind hier auf der Dachterrasse, das ist in Ordnung. Hinter mir ist der Walle. Ja, vielleicht die Kamera ausschalten. Und da ist der Walle. Bereich ist Film. Und er hat doch die Polizei was da, deswegen ist es ziemlich ernst, was da kommt. Ich glaube, die Weste nehmen wir mit fürs Motorradfahren. I was just joking, man. Knock, knock to the condos. Schoolboy from the five dudes. Schoolboy from the five dudes. Schoolboy from the five dudes. Dudes. Knock, knock to the condos. To the condos. Schoolboy from the five dudes. Schoolboy from the five dudes. Five dudes. Don't fly around my signal. Don't fly around my signal. I'll rearrange your jingle. Could be my house, you look like a psycho. Or the Amabo, you get the eyeball. Aim out the eyeball, I'm getting violent. So, wir wollen jetzt lecker essen beim Griechen da in Zeuthen, am Zeuthener See. Ob ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, wir werden jetzt zu dritt weiterfahren zum Schiffshebewerk in Niederfino. Da schauen uns das noch an und dann sind wir eigentlich mit dem offiziellen Teil auch durch. Ja, jetzt ist es richtig heiß geworden, also es müssten locker 30 Grad jetzt sein und die Sonne knallt.
und wir in unseren schicken Moppe-Klamotten. Ja, also ich freue mich auf das Schiffssegel. Ja, das war eine richtig gute Tour hier. Jetzt sind wir wieder zurück bei Michael. Wir waren jetzt beim Schiffshebewerk, es ist jetzt kurz nach 18 Uhr und der Michael ist jetzt so nett und lädt uns hier noch zum Abendessen ein und einem alkoholfreien Radler. Und dann geht's für mich wieder nach Hause, für den Walle dann weiter ins nächste Bundesland, ins letzte und dann auf Weltetournee. Ja, war ein richtig schöner Tag heute, bei schönstem Wetter, ein bisschen zu warm war's, aber war toll, mal die ganze Truppe hier kennengelernt zu haben. Und das war's für mich heute. Geiler Tag, richtig geiler Tag. Vielen Dank euch allen. Bis dann. Ciao.